Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Christoph von der Brettspielbox. Ihr seid auf meinem Videokanal. Heutiges Thema in der Kolumne, denn es ist schon wieder Dienstag, Spiel digital und andere Veranstaltungen. Ja, ich möchte nochmal den Ball aufgreifen von zwei, drei anderen Kolumnen, die ich schon über das Thema Online-Spielen, Spielen digital etc. gebracht habe. Da sind auch so ein paar Sachen noch zusammengekommen und heute meine Kolumne eben halt diesem ganzen Thema widmen. Ja, in zwei Wochen ist die Spiel digital. Die Zeit rast für mich als Blogger so oder so. Mittlerweile habe ich hier schon diverse Neuvorstellungen, also Spiele, die ich jetzt schon bekommen habe, die ich aktuell sehr, sehr intensiv spiele. Da müssen halt eine Menge Leute herhalten, damit ich überhaupt noch Eindrücke schildern kann. Ich merke, dass immer wieder weitere Verlage ankommen, insbesondere jetzt ausländische Verlage, die plötzlich zu Spiel digital entdecken, dass sie noch ein deutschsprachiges Angebot haben wollen. Ja, da türmen sich jetzt auch schon Anfragen, muss man mal gucken, ob man das kapazitätsmäßig überhaupt noch abdecken kann, um da eben halt sinnvollerweise noch was anzubieten. Nichtsdestotrotz, der Sven hat ja gesagt, es sind dies Jahr viel, viel weniger Neuheiten. Der März-Verlag spricht sogar von 1400 Neuheiten. Bin mal gespannt, wo sich das dann da dazwischen treffen wird. Also gefühlt sind zur Spiel digital weniger Spiele fertig. Das ist das, was definitiv da ist. Also ich glaube auch, dass diese 1400 Neuheiten, in welcher Form sie da auch zustande gekommen sind, sicherlich noch ein paar Neuheiten aus dem Sommer beinhalten. Da sind die Verlage ein bisschen großzügiger, was Neuheiten angeht. Aber es wird auch sicherlich das eine oder andere Spiel dabei sein, was wir dann erst im November oder Dezember sehen werden, wo es im Moment halt nur Proberunden, sei es über Tabletopia oder Brettspielwelt etc. geben wird. Aber das macht ja auch so ein Spiel digital aus, dass ihr das physische Spiel eben nicht sofort da habt, sondern danach, wenn ihr es Probe gespielt habt bei Tabletopia etc., sagen könnt, jo, macht einen guten Eindruck, ich habe die Regel gelesen, ich habe jetzt mal so ein in das Spiel hineingeguckt, wie es denn so von der Mechanik funktioniert, könnte was für mich sein, kann ich bestellen. Auch die Spiele werden dann ja nicht zum größten Teil sofort verfügbar sein. Also da müsst ihr euch halt auch sicherlich noch auf die eine oder andere Wartezeit gefasst machen. Viele Händler haben schon gewisse Spiele von ihren Verlagen bekommen. Also da wird man sicherlich vor Ort auch noch ein Stück weit schneller fündig werden, aber nicht in der breiten Masse, weil ich weiß definitiv, dass Verlage ja erst im November soweit sein werden, Spiele überhaupt fertig zu haben. Und viele Sachen sind jetzt teilweise auch vorab an Blogger gegangen, damit darüber berichtet wird und man auch Eindrücke bekommt, wie spielt sich das dann, wie ist das Spielgefühl. Ja, also von daher, ich bin mal, um das nochmal abzukürzen, gespannt, wie viele Neuheiten wir dann im Jahre 2020 tatsächlich haben. Es wird sich halt alles nur ein Stück weit ziehen. Und jetzt kommt ja noch erschwerend hinzu, dass die Spielwarenmesse 2021 auf den Sommer verlegt worden ist. Das heißt, da ist ja sonst normalerweise die nächste Neuheitenwelle, die so ab Februar, März hineintrifft. Auch hier müssen die Verlage jetzt überlegen, wie kriegen sie überhaupt die neuen Spiele an den Mann, an die Frau? Wie kriegt man was darüber berichtet? Das wird also auch nochmal ein ganz spannendes Frühjahr werden. Denn in der Regel waren ja dann ab März, April noch Spiele da, die beispielsweise für die Jury ja auch relevant sind, sodass die eben halt dann für die Preisverleihung noch herausgegeben worden sind. Das bleibt halt abzuwarten, was da dann dementsprechend möglich ist oder eben halt auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz, Tabletopia habe ich letztes Mal schon gesagt, wer also da Bock hat drauf zu spielen, sollte es idealerweise vor der Spiel digital ausprobieren, um einfach sich mit dieser ganzen Mechanik-Thematik vertraut zu machen, weil es ist nicht ganz so trivial, wie es scheint und es wäre doch schade, wenn ihr dann daran verzweifeln würdet oder euch darüber ärgern würdet, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren, also testet es doch einfach mal in den nächsten 14 Tagen aus. Und guckt mal, was da läuft. Die Spiel selber wird am 19. schon mit einer Pressekonferenz beginnen. Das heißt, da wird auch wesentlich früher schon diesmal berichtet werden. Sonst war ja die Pressekonferenz immer an dem Mittwoch mit dann der beginnenden Neuheitenschau.
Die fällt dann diesmal so ein Stück weit flach. Also wir Journalisten, in Anführungszeichen, im weitesten Sinne, werden schon dann ab Montag auf die Plattform in irgendeiner Form drauf können und schon mal uns umschauen, schauen, wie das geht. Das ist im Moment auch alles noch nicht so ganz einfach, weil man jetzt die ganzen Artikel etc. dort einstellen muss. Also das ist auch nochmal ein erheblicher Aufwand für uns alle, aber wir gucken wir mal, was wir da so alles auf die Reihe kriegen. Ja, dann gab es so ein Aufregerthema in der letzten Woche. Die Spiel Digital hat zu Spenden aufgerufen. Also war ja erst der große Slogan Spiel Digital kostenfrei, was sie ja auch definitiv ist. Und dann gab es eben halt einen Spendenaufruf, weil man gesagt hat, hey, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, monetär wird sich das ganze Thema halt mit hohen Anlaufkosten ausgestalten. Wir sind bereit, eben halt keinen Eintritt zu nehmen. Aber wenn er Lust hat zu spenden, der spende doch bitte. Und da gab es einen riesen Aufschrei von dem einen oder anderen. Mittlerweile sind diverse Posts aus Facebook etc. wieder entfernt worden. Hier, just my 3 Cents, 5 Cent, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Also meine Gedanken dazu. Ich finde es völlig okay, wenn auch ein Wirtschaftsunternehmen eben halt zu Spenden aufruft. In diesem Kontext, also als Veranstalter. Also ich sehe die Spiel da doch eher als Veranstalter. Im Sinne einer großen Konzertreihe, als denn eines kompletten Wirtschaftsunternehmens, sei es jemand, der jetzt hier komplette Dienstleistungen etc. anbietet. Und wenn euch die Spiel gefallen hat, wenn ihr sagt, wow, da ist so viel Aufwand hineingesteckt worden und es macht Spaß, da rumzusurfen etc., dann fände ich es auch völlig okay, wenn man dann anschließend den Spenden-Button drückt und da eben den März Verlag im Rahmen des Ganzen eben halt auch unterstützt. Und das finde ich auch völlig legitim, dass man das so macht. Und ich kann euch dazu nur auffordern, da einfach in euch zu gehen und sagen, jo, hat mir gefallen, war eine tolle Sache. Ich bin auch bereit dafür, einen kleinen Obolus zu geben. Und die sind ja da gestaffelt. Ich glaube, das geht ab 5 oder sonst was Euro los. Also da bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er dann hinterher sagt, ich respektiere die Leistung, die da erbracht worden ist und beteilige mich auch noch mit ein paar Euro. Ja, das nur kurz dazu, weil ich diese Aufregung da jetzt nicht nachvollzogen habe, was da jetzt auch teilweise alles gepostet wurde. Zwei Veranstaltungen werden aber doch stattfinden, oder zumindest sind sie aktuell geplant stattzufinden, nämlich Darmstadt spielt und die BerlinCon, ganz frisch heute Morgen herausgekommen, ein Video, was Hunter und der Alex eben halt dort preisgegeben haben. Und die BerlinCon, also Darmstadt spielt, war ja schon seit, glaube, anderthalb Wochen bekannt. Die Münchner Spielwiesen hat ja zurückgezogen. Und beide wollen halt das ganze Thema schwerpunktmäßig aufs Spielen begrenzen. Der BerlinCon wird wohl auch noch, oder wer sollen wohl noch einige Verlage da sein. Aber das sind alles die Kleinstverlage, weil so große Verlage wie Cosmos, wie Asmodee, haben komplett gesagt, wir werden dieses Jahr an keiner Veranstaltung mehr teilnehmen. Wir werden das unseren Mitarbeitern nicht zumuten wollen, sich dieser Gefahr mit Corona auszusetzen, was ich auch komplett nachvollziehbar finde. Ja, und beide Veranstalter werben halt damit, dass knapp 1000 Leute wohl teilnehmen können. Das ist die Obergrenze. Sicherlich immer abhängig von den jeweiligen Bedingungen, die dann im November und Dezember dann in den Regionen in Hessen und in Berlin gelten. Es soll Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände herrschen, ein Abstandsgebot von 1,50 Meter und an den Spieltischen besteht dann die Möglichkeit, die Maske halt auch abzusetzen. Ja, in Darmstadt findet es im bekannten Bereich statt. Der soll wohl, ich war noch nie in Darmstadt, der soll wohl großzügig ausgestattet sein. Die BerlinCon wird aus der Station wieder zurückgehen ins Kühlhaus. Also die Lokalität, die wir davor schon hatten, das ist dieses mehrstöckige Ding. Und da soll es eben halt großzügige Spielflächen geben. Inwieweit man im Dezember das alles sauber durchlüften kann, ich weiß es nicht. Also ich werde definitiv weder an Darmstadt spielt, noch an der BerlinCon teilnehmen. Ich finde die BerlinCon eine riesen tolle Sache, was Hunter und sein Team da aufgebaut haben. Der Andreas und der Alex und wer auch immer da noch alles im Hintergrund ist, das ist phänomenal, da ziehe ich den Hut vor.
Ich freue mich auch darauf, wenn das dann im Juli 16. bis 18. 2021 ist, dann wohl offiziell das angedachte Datum für die BerlinCon 2021. Wenn wir bis dahin soweit sind, eben halt wieder öffentliche Veranstaltungen durchführen zu können, freue ich mich dann auch nach Berlin zu gehen, weil die BerlinCon echt eine Riesenbereicherung ist. Aber für mich ist es ein No-Go, jetzt im Dezember dahin zu gehen. Also das ist mein persönliches Thema. Ich will aber auch jetzt hier nicht den Aufruf für alle machen. Das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Wie steht ihr denn dazu? Macht das im Moment Sinn, jetzt an solchen Veranstaltungen teilzunehmen? Reichen solche Konzepte halt aus? Oder ist euch das zu heiß, zu heikel und ihr sagt, nee, dieses Jahr mache ich da lieber nichts bei so großen Dingern. Mir reicht das, wenn ich in 2021 wieder vorbeischaue. Oder sagt ihr, nee, also wenn da so ein gewisses Hygienekonzept da ist, dann reicht mir das aus und ich gehe eben nur mit meinen Freunden dahin zum Spielen. Wobei ich jetzt dann frage, dann kann man auch in anderen Räumlichkeiten spielen. Aber man kann halt sicherlich nicht so viele Neuheiten ausprobieren, die ja dann auch dann in der Library da haben. Ja, das würde mich mal interessieren. Was macht ihr da? Wie ist da euer Gedankengang? Und vor allen Dingen halt auch, was macht ihr jetzt in Richtung Spiel? Wie bereitet ihr euch auf die Spiel vor? Es sind nur noch 2 Wochen. Fiebert ihr der Sache entgegen? Seid ihr da etwas skeptischer bei der Spiel Digital? Wird das dennoch ein Happening für euch sein? Und wenn ihr euch dann halt einfach nur mit Freunden rund um diese 4 Tage verabredet und bei euch in eurem Kreis spielt und vielleicht auch Neuheiten ausprobiert oder einfach nur zusammen irgendwelche Sachen hört, ja, werdet ihr auch das Beeple-Radio hören? Das würde mich auch mal interessieren. Wir sind ja da im Moment sehr, sehr intensiv und heiß dabei, eben die 40 Stunden zu füllen, sodass wir eben ein cooles Programm auch für euch dort auf die Beine stellen. Ja, und da wird es ja dann von 8 bis 18 Uhr immer Interessantes rund um das ganze Thema Spiel digital ergeben, sei es Interviews, sei es Spieleindrücke, sei es Sachen, die wir selber auf der Spiel entdeckt haben, wo wir euch Hinweise geben, da solltet ihr dann an dem Tag oder in den Bereichen unbedingt mal reinschauen. Also das würde mich mal interessieren, was macht ihr da jetzt gerade? Wie ist euer, ja, Fieberthermometer gerade im Anschlag oder ist alles noch in diesem Jahr, wie so vieles anderes, ein bisschen anders geartet, anders gepolt, ein bisschen ruhiger. 2021 wird dann das Jahr sein, wo ihr dann wieder durchstarten werdet. Das war die Kolumne vom Dienstag. Ein bisschen Sammelsurium heute rund um das Thema Spiel digital und andere Veranstaltungen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen, gerne auch ein Abo, damit der Kanal hier weitergeht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und 3 weitere tolle Tage mit Arbeit, die hoffentlich Spaß macht. Bis dann, ciao, euer Christoph.